bereitstellen. Da können Sie dann durch Einwurf Ihrer Mitgliedskarte oder einem anderen entsprechenden Dokument im Checkout-Format aus Plastik ohne irgendwelche Umverpackungen anmelden, wenn Sie eine Frage anmelden möchten. Wir würden dann im Anschluss an die Bewerbungsrede, an die Vorstellungsrede hier entsprechend die Fragesteller auslosen. Ja, die Urne wird gerade vorbereitet hier vorne am Antragstisch, also dort von Ihnen aus gesehen auf der rechten Seite, von uns aus links, da befindet sich die Urne. Wenn Sie also eine Frage anmelden möchten, machen Sie das bitte dort. Und jetzt beginnen wir einmal mit den Pflichtfragen. Zuerst einmal die satzungsgemäßen Pflichtfragen. Herr Propaller enthielte ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis Eintragungen? Nein. Waren Sie vor der AfD Mitglied einer anderen politischen Partei? Ja, welcher? War ich nicht, nur in einer Jugendorganisation in der Jungen Union. Und dann, seit wann und in welchem Landesverband, sind jetzt die Fragen, die eben einheitlich beschlossen wurden, sind Sie Mitglied in unserer Partei? Ich bin seit 2015 Mitglied in Sachsen. Besteht ein gemäß § 19 Absatz 6 der Bundessatzung nach einer etwaig erfolgreichen Kandidatur Ihren Amtsantritt im Bundesvorstand ausschließendes endgültiges Beschäftigungsverhältnis zu unserer Partei oder zu einer ihrer Gliederungen oder zu einer ihrer satzungsgemäß anerkannten Vereinigungen? Nein. Oder zu einem Abgeordneten oder zu einer Delegationsfraktion unserer Partei im Europäischen Parlament, im Deutschen Bundestag oder seinem Landesparlament oder zehntens zu einem anderen Mitglied des Bundesvorstandes oder zu einem Mitglied eines Landesvorstandes unserer Partei? Nein. Befinden Sie sich mit der Zahlung Ihres Mitgliedsbeitrags im Verzug oder mit der Zahlung Ihres etwaigen Mandatsträgerbeitrages im Rückstand? Nein. Dann haben Sie jetzt bis zu 8 Minuten Zeit für Ihre Vorstellung. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Liebe Parteifreunde, bevor ich jetzt mit meiner Bewerbungsrede beginne, möchte ich noch etwas ergänzen, was ich, und die Zeit muss sein, in meinem Rechenschaftsbericht vergessen habe, weil ich habe einen Landesverband vergessen, der auch einen sehr erfolgreichen Landtagswahlkampf geleistet und geführt hat, ist der Landesverband Bayern, die mit 32 MDLs in den Landtag eingezogen sind. Und das will ich natürlich nachholen. Und ich gratuliere auch den fleißigen Bayern für ihren Wahlkampf, für ihr gutes Ergebnis. Und wir sehen es bei diesen vielen positiven Ergebnissen, wie wir und wie wir uns entwickelt haben die letzten 12 Jahre in dieser Partei. Und unsere Gegner, das sehen wir jetzt aktuell, mobilisieren aggressiv wie nie zuvor. Wenn ich schaue vor der Halle, die Medien berichten von Zehntausenden Störern in Essen, Tausende sind auch noch dazu gewaltbereit. Die anderen Parteien haben solche Angst mittlerweile, dass sie eine Großstadt in den Ausnahmezustand versetzen müssen. Und daran sehen wir alle, dass unsere Politik richtig ist, denn wir sind die einzige Partei, die diese drei Farben, die diese Fahnen vertreten, Schwarz-Rot-Gold. Wir sind die einzige Alternative für Deutschland und davor haben diese Parteien Angst, liebe Freunde. Und genau deshalb nehmen wir all diese Schikanen auf uns, all die Gefahren auf sich, damit unsere Partei auch weiter lebt und wir kämpfen dafür. Und damit wir noch stärker Politik machen für Deutschland, dafür möchte ich mich bei allen Mitgliedern, auch in den unteren Gliederungen bedanken. Jedes einzelne Mitglied ist wertvoll, die für uns diese Partei trägt, die diesen Wahlkampf in den letzten Jahren gestaltet hat, die uns so erfolgreich macht. Dafür möchte ich mich auch nochmal an dieser Stelle bedanken. Und diese Deutschlandabschaffer, die wir, wie gesagt, vor der Halle sehen, mobilisieren gegen uns, weil sie nämlich wissen, nur wir machen Politik im deutschen Interesse. Wir sind die Partei der Wertschöpfer. Wir vertreten den Arbeiter und auch den Arbeitgeber, denn wir wollen gute Standortbedingungen, die in diesem Land immer mehr massiv gefährdet sind. Wir vertreten den Mittelstand und auch die Handwerker und deshalb sind wir auch so erfolgreich. Gerade diese Wertschöpfer unterstützen uns, die treten bei uns bei, sie wählen uns und für die machen und wollen wir weiter Politik machen, liebe Freunde. Und gerade seit dem letzten Bundesparteitag haben wir viel erreicht. Die jüngsten Wähler wollen auch das blaue Wunder. Das haben wir jetzt gerade bei der Europawahl gesehen. Sie haben genug von grüner Indoktrination in der Schule. Sie schließen ihre Ausbildung ab oder haben gerade angefangen zu arbeiten. Und da merken diese Wertschöpfer der Zukunft, sie können von ihrem Gehalt keine Existenz aufbauen. Sie können auch keine Familie mehr gründen. Und diese jungen Leute wissen, wenn wir an der Regierung sind, wir als AfD, dann kann man vom Lohn seiner Arbeit wieder anständig leben. Denn wir sind die Partei auch der Arbeit, liebe Freunde. Meine Damen und Herren, jeder Einzelne hier im Saal weiß, wie leidensfähig die Mitglieder der Alternative für Deutschland sein müssen. Zerbrochene Freundschaften, gekündigte Konten, entzogene Sportwaffen, verbrannte Autos,
beschmierte Häuser, physische und psychische Angriffe. Und viele, und auch ich weiß und wissen, von was ich spreche, ja, und auch dies hinterlässt einige Spuren. Und dennoch kommen immer tausende neue Bürger zu uns, die wollen Mitglied werden. Und dafür danke ich, sie lassen sich eben nicht von diesen Repressalien dieser grünen, linken Ideologen einspannen oder sich indoktrinieren. Und deshalb freue ich mich, dass wir so stark sind. Und genau für die mache ich auch Politik, auch für die Bürger, die sich noch nicht trauen, sich uns anzuschließen. Habt den Mut, uns und dieser Partei sich anzuschließen, denn diese Partei wird dieses Land ändern, das verspreche ich. Und vor allen Dingen auch die nächsten 2 Jahre, das muss unser Ziel sein. Und ich habe Ihnen schon und euch schon 2022 versprochen, mit dem neuen Bundesvorstand werden wir die Alternative für Deutschland so stark machen wie nie zuvor. Und ich habe Wort gehalten. Jetzt sind wir an der Reihe und jetzt können wir Umfragewerte gerade in Wahlerfolge ummünzen. Im Osten haben wir dieses Jahr 3-mal die Chance dazu. Im Osten muss für uns die Sonne der Regierungsverantwortung aufgehen. Das muss für uns die Aufgabe sein, der nächsten Monate diese Ergebnisse in Thüringen, Brandenburg zu schaffen. Dazu brauchen wir eine geschlossene Partei. Und was ich heute hier sehe, das ist genau das, was wir erleben werden. Die Geschlossenheit ist hier in diesem Saal spürbar und das werden wir in diese Landesverbände tragen, denn wir werden in Sachsen, Thüringen und auch in Brandenburg die Regierung stellen, damit wir wieder dieses Land vom Kopf auf die Füße stellen, liebe Freunde. Und ich sage es hier auch ganz bewusst, gerade mit der Diskussion einer Spitze, Doppelspitze, die ja vorher in den Medien getragen wurde. Ich denke, gerade ich als ostdeutscher Sprecher habe es die letzten Wochen und Monate und auch Jahre gezeigt, wie wichtig dieser Austausch ist zwischen Ost und West. Ich bin viel durch westdeutsche Landesverbände gereist und habe auch dort ja die eigenen Interessen auch der Westverbände wahrgenommen und auch mitgenommen. Ich habe sie mit in den Osten genommen und auch umgekehrt ist dieser Austausch wichtig. Was ich spüre, und das ist eigentlich vergleichbar, kaum in einer anderen Partei, dass mittlerweile Ost und West, gerade in unserer Partei, am besten zusammenwächst. Das gibt es in keiner anderen Partei, noch dazu deutschlandweit, wo immer mehr die Spaltung zwischen Ost und West sichtbar ist. Das sind die anderen Parteien nämlich uns schuldig und vor allen Dingen, das neiden sie uns. Das neiden sie uns ganz genau und deshalb diese unterschiedlichen Interessen auch in die Balance der Partei zu bringen. Das bringt genau diese Fähigkeit der Kompromisse und hat auch diese Erfolge mit sich gezogen. Und darauf bin ich persönlich stolz und ich bedanke mich hierbei auch an meine Co-Sprecherin Alice Weidel, die genau den Gegenpart darstellt. Und das hat unserer Partei gut getan und diesen Kurs wollen wir gemeinsam auch fortsetzen, liebe Freunde. Und gerade dieser persönliche Kontakt von Bundes- und Landessprechern, von Bundes- und Landesvorstand ist dieses Erfolgsrezept der AfD, gerade im zweiten Lebensjahrzehnt. Und nur gemeinsam sind wir auch stark und gemeinsam werden wir auch noch stärker. Und Alice und ich, wir sind beide mit voller Überzeugung an dieser Spitze der Partei, an der Spitze des Widerstands gegen Deindustrialisierung und Massenzuwanderung, an der Spitze des Kampfs für Wohlstand und Souveränität. Wir haben damit auch die Partei befriedet und das werden wir in Zukunft auch so handhaben, konzentriert, diszipliniert weiterzuarbeiten mit den Landesvorständen. Dazu lade ich alle ein und dazu sollte heute der richtige Zeitpunkt sein, das auch fortzusetzen, liebe Freunde. Unsere Richtungsentscheidungen seit 2022 waren allesamt richtig. Wir haben die Corona-Politik der Regierungen scharf kritisiert und gesagt, gesund ohne Zwang. Wir stehen hier an der Spitze auch dieser Aufarbeitung, ich habe es in meinem Rechenschaftsbericht bereits erwähnt. Diese strategische Entscheidung von 2021 hat uns über Jahre einen Zugang in die bürgerliche Mitte verschafft, zu Wählerschichten, die wir eigentlich vorher nie erwartet haben. Und diese Wähler bleiben bei uns, weil diese Wähler haben Vertrauen. Und das ist das Vertrauen, was die anderen Parteien missbraucht haben, was der Staat zum Teil missbraucht hat. Diese Wähler haben Vertrauen nur in uns, weil sie sehen, es gab auch in dieser ganzen Problematik nur eine Partei, die politisch eine andere Meinung vertreten hat. Und man hat gesehen, wie man mit dieser anderen Meinung, egal welcher Parteienkontinenz man angehört hat, umgegangen ist. Und das war eines Rechtsstaats unwürdig. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Wählern weiter auseinandersetzen, dass Kritik erlaubt ist, dass Meinungsfreiheit geschützt wird. Und dafür werden wir uns weiter als AfD einsetzen, liebe Freunde.
Und wir haben Habecks Wirtschaftskrieg und Deutschlands Einmischung auch in diesen Ukraine-Krieg immer kritisiert. Und ich finde es richtig, dass wir genau diesen Friedenskurs weiter vorangeschritten haben. Und ich will es hier deutlich sagen, Friedenspolitik heißt auch Migrationspolitik, liebe Leute. Und deshalb lasst uns weiter gegen diese Kriegshascherei in Deutschland kämpfen. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder und Enkelkinder in die Ukraine kommen. Wir müssen aus unserer Geschichte gelernt haben, mit uns darf es nie wieder Krieg im europäischen und deutschen Boden geben, liebe Freunde. Und dafür bitte ich Sie und uns als Partei des Friedens um Unterstützung. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Tino Kropala. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Gibt es Fragen? Keine.